Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wir sind gerade dabei, den Wonder Tower emporzuklettern und dort Hugo Strange zu stellen. Geht's hier lang? Ja, ich glaube, hier geht's lang. Betsy, du sollst eigentlich daneben weiterhangeln. Ja, das macht er auch. Sehr gut. Oha, was ist das denn da vorne? So ein kleines Wetterrädchen. Wie sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Was? Die wollen Kabelpots erledigen? Die können doch nicht Pingy platt machen. Ich meine, es ist ein Arsch und keiner mag ihn, aber... Kann ich irgendwas scannen? Hier gab es noch ein paar Rätsel von Riddler, oder? Also ich sehe jetzt keine, aber ich meine, da stand irgendwas die ganze Zeit, als ich da... Ne, man kriegt ja immer die Bereichsrätsel angezeigt. Ein Objekt geortet. Naja, gut. Ach Leute, wie gesagt, ich hole das alles nach. Aber ich werde nicht die Zeit finden, jetzt demnächst dann direkt schon diese Videos zu bringen, diese Bonus-Videos, auch nicht Harley's Revenge. Harley Quinn's Revenge heißt es ja. Und von daher, ich muss mal gucken, Leute, weil es ist jetzt so viel am Laufen gerade. Auch an Projekten. Das kriege ich doch nicht alles hin, Mensch. Okay, und jetzt, was... Muss ich wieder zurück, oder was? Warte mal, ich habe gerade was gesehen eben übrigens. Observation Deck, vielleicht muss ich hier was... knipsen? Was ist das denn? Arkham City, so ein Kupferstich, cool. Ach! Wo lässt sich ein wunderbarer Blick auf die Vergangenheit werfen? Ja, Arkham City Story. Vor über einem Jahrhundert tauchte der geheimnisvolle Ra's al Ghul in Gotham City auf, wo er sich mit Batman, mit Gothams Ältesten traf. Schon zu dieser Zeit war Gotham ein vom Verbrechen geplagter, gesetzloser Ort. Ra's versprach allen eine bessere Zukunft und verlangte im Gegenzug dafür eine Besitzurkunde für den nördlichen Stadtrand. Die Ältesten lachten den seltsamen Mann aus, bis er ihnen plötzlich mehr Gold zeigte, als sie je in ihrem Leben gesehen hatten. Mit der Urkunde in Händen begann Ra's, eine neue Stadt zu errichten. Sie war eine utopische Vision, die von sauberer, kostenloser Energie gespeist wurde. Frei von Verbrechen versprach sie eine sorgenfreie Existenz, und als die Sklaven, die er aus seiner Heimat mitgebracht hatte, den letzten Stein verlegt hatten, präsentierte Ra's die Zukunft Gothams, Wonder City. Und noch ein Stufenaufstieg. Naja gut, ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir die Kugelsichere. Besser ist das. Ja, ich weiß nicht, ob Wonder City so das Utopia ist, dass sich alle versprechen. Irgendwie ist das ja in die Hose gegangen, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Muss ich jetzt... Ich glaube, ich muss jetzt hier weiter hochfahren mit dem Aufzug. Ich kann mich da wohl nicht... Nein, falsch. Nee. Kann ich da irgendwas mit dem Sequenzer machen? Ich meine... Oder vielleicht doch hier außen hochschießen? Warte mal, geht das? Nee. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weiter, Mensch? Wie komme ich denn jetzt weiter? Wo kann ich mich da hinballern? Hier wieder. Naja, da will ich doch nicht. Da war ich doch eben. Meine Güte. Lass mal los, Betsy. Lass mal bitte los. Könnte es vielleicht doch sein, dass ich hier lang muss? Ich meine, ich war hier eben schon, aber das war wohl falsch. So. Also mal, kann ich mich doch hier hochschießen? Ja, natürlich. Natürlich kann ich mich hier hochschießen. Und jetzt? Oh Leute, ich hätte da viel zu viel Schiss vor, ne? Aber Batman, der macht das einfach mal so ohne weiteres. Auf dem nassen, rutschigen Metall. Was? Raketenstart. Ach du Kacke, das ist das Museum. Oh! Könnt ihr doch nicht machen, da sind noch die ganzen Polizisten drin. Auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Ja, ich will's doch hoffen. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereitet. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Er will das. Ich habe Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Nee. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer.
Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Wir haben mehrere Tote. Das freut euch, ne? Oh, muss ich jetzt darüber? Leute, macht mich nicht schwach über das Kabel hier. Ja, guck mal, wie er das einfach mal macht, so als wäre es nichts. Guck mal. Lalalala, gar nicht die Arme ausbreiten zur Balance. Großartig. Nö, macht er nicht. Braucht er nicht. Das ist Batman. Ja, das ist, der hat das Gleichgewicht von Kätzchen, sogar noch besser. Als das von Kätzchen. Von Catwoman. Oh oh. So. Bald bin ich oben, glaube ich, wenn ich so weitermache. Lagerzentrale, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Natur. Halten? Nee. Hä? Unterhalten. Ja. Ja, okay, die variieren jetzt manchmal. Man hat nicht immer sofort das Richtige, weil... Was hat das für einen Sinn, da oben so eine Klappe zu öffnen? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Na gut. Sicherheitskontrollzentrum. Als hätten die alle so einen Haken, mit dem sie sich hochschießen. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. Okay. Ihr dürft keine Sekunde unachtsam sein. Ihr habt alle meine Berichte gelesen. Benutzt dieses Wissen, um ihn zu besiegen. Ja, könnt ihr machen. Aber ihr könnt es auch sein lassen und euch von mir besiegen lassen. Das fände ich jetzt, ehrlich gesagt, für die bessere Wahl. Boah, guck mal. Krasse Sache. Ich hätte hier richtig Schiss. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier runterfalle? Oh, guck mal, da sind ja Wasserspeier, weil... Ja. Bringt ja auch sehr viel, weil man die hier oben alle sehen kann. Lass mich raten. Das ist ein ruhmreicher Tag. Protokoll 10 wurde aktiviert und Batman wird schon bald sterben. Ja, ja. Hättest du gerne. Oh, da sind überall Wachen, verdammt ich. Hier, komm einmal du. Alter Schweden, da ist echt alles voll da oben. Oh ne, natürlich hören die ihn jetzt wieder, ne? Ja, piep, 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 piep. Arbeitet zusammen, der darf euch auf keinen Fall besiegen. Verwundeter, bei meiner Position. Er ist nicht verwundet, der ist K.O. Ist ein Unterschied. Ziel weiter verfolgen, Konzentration nicht verlieren. Oh, oh, nein! Oh. Batman ist hier. Unterschätzt ihn bloß nicht. Ziel gesichtet! Oh, nee. Das war schlecht, Leute. Peng. Das war schlecht. Oh, 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 oh. Habe ich denn nur hier draußen die Möglichkeit, weiterzukommen, oder wie? Ist doch nicht nett. Ihr geht nicht mal an die Grenzen dessen, was ihr könnt. Er ist allein. Haltet ihn auf! Au. Oh, nee. Lauf, Bats. Lauf, lauf, lauf. Ziel verloren. Oh. Zielperson verschwunden. Ich warte, bis die weg sind. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Aber es sind nur noch drei. Drei könnte ich schaffen. Wenn der da weggehen würde, der eine. Hat jemand Sichtkontakt? Ich weiß, dass sie da sind, Batman. Es ist zu spät. Aber immerhin sieht's da mich. Das finde ich ja noch höflich, ne? Oh, oh. Nee, tue ich gar nicht. Wo komme ich denn jetzt hier raus, bitte? Ach, hier wieder. Ah, ich verstehe. I see, I see. Woher willst du das wissen? Hast du nur schlecht geraten jetzt, oder? Er ist in dem Raum. Batman ist mit euch da drin. Ist er das, ja? Ist er so, ja? Da ist er. Da ist Batman. Nee, nee, nee. Batman ist da drüben. Ist er gar nicht. Haha, und den letzten kriege ich jetzt. Hallo. Bewegt sich. Wahnsinn. So geht das. Hast du gesehen, mein Freund? Okay, ich weiß, dass sie da sind. Sie können nicht fliehen. Will ich auch gar nicht. Ich komme zu dir. Du Arsch. Oh, fühlst du dich sicher da drin? Warte nur. Nicht richtig. Kali. Kalisha.
Gotham Schar. Aha. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Ist großartig, nicht wahr? Ja? Ja! Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! Raus da! Nein, nein, nein! Ach du Kacke, was ist denn da eben alles passiert, sag mal? Das kann doch nicht gerade wirklich passiert sein, alles. Alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Was? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman.
Ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Oh Mann, nee, oder? Ich habe irgendwie geahnt, dass noch sowas kommt mit Joker. Folge dem Ortungssender und Talia Fotos. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Also ich glaube ja, diesmal ist Ra's al Ghul wirklich tot, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das wiederbelebt. Also seine Lazarusgrube. Von dem Zustand. Total aufgespießt, mehrfach sogar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er hinter all dem gesteckt hat. Diese beschäftigte Blume tatsächlich einen Ableger. Och Leute, wie gesagt... Wo bist du, Batman? Oh. Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Pff, die Kneifzange. Was willst du mir denn damit abpetzen, sag mal? Ich mag das nicht, das tut doch weh. Okay, ich glaube, ich muss die alle ausschalten hier, die Jungs. Wird nicht schön sonst. So, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist übrigens wieder ein Punkt. Für ein Fragezeichen. Hätte ich das vielleicht vom Wonder Tower ausknipsen müssen? Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ihr Penners, allesamt. Nee, guck mal, da drüben ist es, das Fragezeichen. Das ist die große Premierennacht, Batman. Oh, oh. Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen... Was? Deinen süßen was? Wir sehen uns bald. Bis dann. Nein, nein, nein. Nicht da. Wollt ihr jetzt ernsthaft sagen, schwing deinen süßen Hintern hier rauf, oder was? Joker, ich... Wir sind ja Kumpels, ne? Irgendwie, auf eine kranke Art und Weise. Aber auf sowas stehe ich mal gar nicht. Deine Herzensdame wartet, Batman. Überwachung. Ja, 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 ich weiß, Talia. Ich will sie auf jeden Fall auch retten. So, was habe ich jetzt damit geöffnet? Hoffentlich hier was. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt's? Ja, das... Ich meine, sie darf schon ein bisschen miterleben. Ich bin die große Bla-Bla-Bla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt. Und du kommst nicht einmal. Oh, das tut mir aber leid, Joker. Hast du dir so viel Mühe gegeben für mich? Das ist so lieb. Und trotzdem bist du total bescheuert. Der will mich wieder mal ganz für sich alleine haben, ne? Sowas. Hä, von wo aus soll ich das denn knipsen? Vom Kirchturm aus? Oder vielleicht ganz da oben vom Wasserspeier? Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, vom Kirchturm geht ja schlecht. Wo steckst du, Batman? Ja, ich komme gleich, mein Freund. Hier aus vielleicht. Ah, ja. Ja. So, ich komme jetzt. Okay. Noch zwei Laserpointer. Ach nee. Hallo, Batman. Du kannst mich hören, oder? Weiß es nicht. Ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. Wie gut. Also Joker ist nicht ganz unbedarft, was die Popkultur angeht. Auch im Internet finde ich super. Der kennt sich aus, der Kerl. Wo steckst du, Batman? So, das war's jetzt aber bald, oder? Das sind noch zwei Stück da unten dann. So. Arsch hier. Und tschüss. Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Batman, er ist hier! Ja, schieß doch. Ach, kannst du nicht? Tut mir aber leid. Und baut's!
Alter Schweden, du. Gut, gehen wir ins Theater. Also ins Kino war es ja, ne? Ja. The Terror. The End. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Talia, nein! Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Überraschung! Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums. Erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen, Batman. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher sei doch so nett und gib mir mein Heilmittel. Nur heute Abend als Vertretung von meiner Wenigkeit. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface! Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Eine letzte Chance. Oh, Kopf hoch, Bats! Der letzte Akt beginnt! Und er wird echt irre. Also, was ist hier los, Leute? Talia ist doch nicht tot. Ich hoffe es nicht. Wirklich. Wow, Leute, die Ereignisse überschlagen sich gerade, aber ich muss noch mal einen Cut machen. Es wird sonst wieder viel zu lang, dieses Video. Ich fänd's cool, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn's euch gefällt. Und ansonsten sage ich dann schon mal, heieiei, bis morgen und bis zum Finale wahrscheinlich von Batman Arkham City. Meine Güte.